Nach drüben müssen wir irgendwo hin. Ah, wir müssen über die Brücke. Mhm. Und das jetzt alles ohne erwischt zu werden. Ich verstehe. Jagt dem Ärger nicht hinterher. Oder er wird euch jagen. Wir doch nicht. Macht keine Schwierigkeiten. Oh. Eddie schaut jetzt öfter vorbei. Hallo, willkommen. Das freut mich. Ich hoffe, Eddie ist in Ordnung von der Aussprache. Buchhalter? Botschafter Ulondil ist nicht hier. Und wenn er es wäre, wäre er viel zu beschäftigt, um solche wie euch zu unterhalten. Du bist ja ein netter Zeitgenosse. Böden, die nicht schaukeln. Sand, der in Stiefel kriecht. Käfer so groß wie Anker. Mögen die Götter mich auf ein ordentliches Schiff schicken. Die Maoma sind Dunmer, oder? So von der Optik her müssen sie eigentlich Dunmer sein. Wahrscheinlich dann abtrünnige Dunmer oder so in die Richtung. Zugang verboten. Habt ihr euch verlaufen? Die Gemächer von Botschafter Ulondil sind für Besucher nicht zugänglich. Was bewacht ihr? Das geht euch nichts an. Geht und ärgert den Buchhalter. Er weiß einfach nicht, wann man besser den Mund halten sollte. Hm. Ich glaube nicht, dass wir das klauen sollen. Meine liebste, wunderschöne Zali, ich habe euch wieder am Wasser gesehen. Die Sonne hat euer silbernes Fell glänzen lassen wie den lichten Tag. Ich hätte euch ewig zu sehen können, aber es ist wichtig, dass ich die Botschaft bewache, also ging ich. Ihr solltet die Botschaft einmal besuchen, damit ihr selbst seht, wie wichtig ich bin. Wir könnten gemeinsam am Abend essen, zu Abend essen. Ihr wisst wer. Achso, er schwärmt also in Wirklichkeit für eine der Katzen. Liegt hier noch rum. Ihr seht leeres Papier auf dem Tisch des Schriftgelehrten. Das Tintenfass ist in der Nähe, verströmt einen leichten Fischgeruch. Ein Brief an die Wache von ihrem gemeinsamen Schwarm fälschen. Geheim, nicht gemeinsam. Finde einen Weg, die Wache außer Gefecht zu setzen. Ja, das ist ja dann der Weg, ne? Müssen die wahrscheinlich jetzt weglocken. Habt ihr euch verlaufen? Die Gemächer von Botschafter Ulondil sind für Besucher nicht zugänglich. Dieser Brief ist für euch gekommen. Gebt ihn her! Sie will sich mit mir treffen? Jetzt? Aus dem Weg! Wiedersehen. Aus wie ein Vampir. Maoma sind abtrünnige Waldelfen? Echt? Bei der Haut- und Augenfarbe hätte ich auf Dunmer getippt. So liebenswürdig wie Asura. Jetzt hör doch mal auf, immer die Asura zu mobben. Ich mag Asura. Noch machst du dich über Asura lustig. Warte mal ab, bis dir mein Asura vor Shima eintritt und in die Wade weist. Nurtchen, mein Asura macht mit. Von Kenatis Rast. Vertrag von Kenatis Rast. Moment, es muss erst wegscrollen. Es wird festgehalten, dass die Bürger und Anführer der unabhängigen Insel Kenatis Rast anerkennen, dass die Vollzugsschwadronen der Maoma zu erheblicher Zerstörung imstande sind und ein friedfertiges und monetär vorteilhaftes Abkommen schließen wollen. Es wurde festgehalten, dass beide Parteien anerkennen, dass Bedingungen für ein beidseitig vorteilhaftes Bündnis gefunden werden müssen, um das und dass das Einbeziehen militärischer oder politischer Dritter sowohl für die Interessen der Maoma als auch für den Handelsertrag von Mistral abträglich wäre. Unter der Schirmherrschaft des erlauchten und weisen König Orgnum, der Stimme des freien Volkes der Maoma, Befehlshaber über 12 Dutzend und einmächtige Schiffe, 12 Dutzend und einmächtige Schiffe, treuer und tapferer Vertreter der Macht der Maoma und damit auch des niederen Volks von Kenatis Rast werden die beiden Parteien in Zukunft die Bedingungen der Artikel dieses Vertrags einhalten. Artikel 1. In der Hafenstadt Mistral wird eine Botschaft errichtet, in der ein Botschafter der Maoma und seine
Gefolgschaft tätig sein werden. Lesen wir es jetzt alles durch? Ich glaube nicht. Oh, das ist aber viel. Oh, das lese ich jetzt nicht alles. Da bin ich ja heiser nach dem Vorlesen. Hüter des Grüns. Die Jägerin wartet im Geäst, gewandet nur in Blätter und Schatten. Irgendeine Erzählung über eine Waldelfe wahrscheinlich. Oh, da ist ein Dietrich drin. Nein, wir klauen keine Dietriche. Wir klauen kein Diebstahlwerkzeug. Was ist das? Altes Dominion-Flugblatt. Werte Bürger von Kenatis Rast, zweifelsohne habt ihr die Anwesenheit von Vertretern des Talmor auf eurer schönen Insel bemerkt. Diese Gesandten des Altmeri-Dominion sind Vorboten eurer strahlenden Zukunft. Frohlocket, denn die majestätische Goldflotte, der Stolz der Marine des Dominions, wird in Bälde im freien Hafen von Mistral eintreffen, zum Zwecke umfangreicher Wiederaufnahme von Vorräten. Leert eure Betten, Gastwirte, verdreifacht eure Lagerbestände, Kaufleute. Zahlreiche Soldaten des Dominion werden Geld mitbringen, das sie während ihres ausgedehnten Landurlaubs ausgeben wollen. Reichtum, Sicherheit, Einheit. Okay. Du hast einen Asura-Konstrukteur, okay. Ich habe eine Asura-Ingenieurin, die habe ich aber nicht sehr weit gebracht. Die ist, glaube ich, Stufe 20. Mein eigentlicher Hauptcharakter ist eine Asura mit Stufe 53, Diebin. Und ich habe noch einen 80er Charakter, aber das kam durch dieses, es gab ja jetzt kostenlos diesen 80er Push, also dieses, ne, Level-Up-Dings. Damit habe ich eine Nordwaldläuferin. Nord? Ich glaube, sie ist Nord, ja. Nordwaldläuferin auf 80 gebracht noch. Es wird gut sein, diesen verdammten Felsen zu verlassen. Wie halten es die Katzen aus, die ganze Zeit so still zu stehen? Wirst du etwa das Gegenteil von seekrank? Was ist das Gegenteil davon? Gibt es, glaube ich, gar nicht. Aber das stimmt ja wirklich, wenn man irgendwie 2-3 Stunden auf einem Schiff war und man kommt dann runter. Man hat das Gefühl, der Boden müsste noch schwanken, aber er tut's nicht und es fühlt sich sehr eklig an. Wo ist denn jetzt der Rest denn überhaupt? Waren wir nicht eben in dem Gebäude da oder habe ich schon wieder die Orientierung verloren? Ach nee, wir müssen mit Rasumdar erst sprechen, der hier wieder... Ach, guck mal. Coole Sau. Steht hier und schnipst eine Münze. Oh. Das Federn in eurem Gang. Wusstet ihr, dass Erfolgserlebnisse die Gangart verändern können? Man lernt es bei anderen zu bemerken. In der Tat, hier ist das Abkommen. Der Silvenar wird ganz sicher von den Maorma beobachtet. Ihr solltet ihn darüber in Kenntnis setzen, dass das Abkommen sicher ist. Er wird wissen, was als nächstes zu tun ist. Ich werde es ihm ausrichten. Der Silvenar und die grüne Dame sind im Haus des Waffenschmieds untergebracht. Dieser schlägt vor, dass ihr klopft, bevor ihr hineingeht. Die grüne Dame ist etwas sprunghaft, wenn man sich zu leise nähert. Denkt ihr, es wird helfen, das Abkommen zu haben? Auf den ersten flüchtigen Blick? Das Abkommen hat Schlupflöcher. Wenn der Silvenar über sie klagt, wird er ihn zerreißen. Den Vertrag natürlich und nicht Botschafter Ulondi. Allerdings, das wäre lustig. Ach, ich mag Rasumdar. Entschuldigung, das ist so ein bisschen Fangirl gerade bei mir. Aber ich mag den, das ist echt mein Lieblingscharakter in dem Spiel. Okay, ich korrigiere die Maoma oder auch Tropenelfen, manchmal sogar Seeelfen genannt, leben auf der Insel Piandonea südlich von Tamriel. Aber sie sind definitiv abtrünnige Waldelfen oder sind sie ein ganz eigener Stamm jetzt, der einfach nur nicht spielbar ist quasi? Ich habe einen Asura-Wächter, einen Asura-Wächterin, einen Asura-Waldläufer, einen Asura-Elementarmagier, einen Asura-Krieger. Du bist also so ein bisschen für Asura, merke ich. 1:0 für Frankreich. Oh, cool. Bin mal weg, schönen Abend noch. Alles klar, Dodo, mach's gut. Schönen Abend dir auch noch. So. Hallo. Huch? Wer bist du? Achso, das war die Wache, die uns Hallo gesagt hat.
In welches Gebäude müssen wir denn gerade rein? Und jetzt, Freunde, habt ihr Jurairias letzte Lieferung gesehen? Nicht drängeln und schubsen. Sie hat genug für alle. Ich glaube, wir müssen hier oben rein, oder? Zum Gruße. Ach, hier unten ist auch Schmiede und alles, glaube ich. Oh, guck mal, die sitzt hier vorne. Der Silvener ruht sich drinnen etwas aus. Ihr habt 5 Minuten. Die ist aber streng. Ganz eigene, nicht spielbare Elfenrasse. Okay. Der ruht sich nicht aus. Eine seltsame Aura umgibt die Leiche des Silvenas. Sein Körper fühlt sich warm an. Ein leichter Schwefelgeruch durchdringt den Raum. Es wird Zeit, dass ihr geht. Ich... Nein! Nein! Ihr habt ihn so gefunden? Was habt ihr gesehen? Antwortet mir! Er war tot, als ich eintraf. Wisst ihr nichts? Diese elende Insel soll 1000-mal verflucht sein! Sie haben meinen Geliebten geholt! Wer würde ihn tot sehen wollen? Niemand, der den Morgen noch erleben wird. Ich bin der Bolzen, der nie sein Ziel verfehlt. Wenn ich losschnelle, hält mich nichts auf, bis ich das Auge meiner Beute durchbohrt habe. Harani kennt ihre eigene Stadt. Wenn sie euch nicht sagen will, wer das getan hat, werde ich ihr den Schwanz kürzen, bis sie es tut. Nun geht! Geht! Okay. Wir können ja nur wirklich nichts dafür. Wer brüllt denn da unten rum? Hüter des Grüns. Ach, das ist das gleiche Buch, was wir eben schon hatten. Ihr seht ganz in Ordnung aus, denke ich. Danke. Holt sie euch, solange sie noch heiß sind. Neue Waffen und Rüstung für euch. Mein eigener Vater wurde von solch einem Rudel in Stücke gerissen. Nicht schon wieder. Bitte. Dieser versteht, was der Silvenar möchte. Aber dieser hat es euch schon gesagt. Wir können ihm nicht unser Exemplar des Abkommens geben. Der Silvenar ist tot. Tot? Aber er war doch gerade erst hier. Was ist geschehen? Die grüne Dame vermutet einen Mord. Wie schrecklich. Wer würde so einer friedlichen Kreatur etwas antun? Ich hatte gehofft, dass ihr mir das sagen könnt. Meine Wachen haben nichts gesehen. Wir haben die Wachen zur Sicherheit verdoppelt. Ich kann es nicht dulden, dass der Silvenar in meiner Stadt ermordet wurde. Ich werde den Hafen schließen, wenn es sein muss. Niemand setzt Segel, bis der Mörder zur Rechenschaft gezogen wurde. Da waren 45 Minuten Charakterstellung wohl doch zu kurz. Ja, vielleicht. Aber ich mag meine Elfe. Die ist eigentlich ganz hübsch geworden. Natürlich. Ich erkläre euch hiermit zur Vertreterin der Wache von Mistral. Keine Tür soll euch verriegelt bleiben. Wo soll ich anfangen? Auf meinem Schreibtisch werdet ihr die neuesten Berichte der Wache von Mistral finden. Ihr dürft sie gerne auf Widersprüche durchsuchen, die zur Verhaftung des Mörders führen könnten. Okay. Silvenar ermordet? Diese verräterischen Khajiit so, haben hier. Sich mit den Maorma verbündet, um unseren edlen Gesandten zu töten. Ich finde, meine Elfe ist ganz hübsch geworden. Sie sieht natürlich jetzt gerade, sie hat das Kostüm an. Ich kann Wie das mal kurz ausziehen. Wie könnt ihr es wagen? Der Silvenar war unser Gast. Ihr geht zu weit, Vizevogt. Empörend! Da. Noch so mehr verratest du Dominions. Ich finde sie hübsch. Ich werde meine eigenen Untersuchungen durchführen. Eine Meeresratte wird mich nicht bloßstellen. Ich werde der Sache selbst auf den Grund gehen. Wo müssen wir gucken? Auf irgendeinem Achso, wir standen direkt davor. So, erster Vorfall. Geh weg. Der Apotheker hat sich verdächtig verhalten. Wollte mir nicht in die Augen sehen, hat meinem Vetter wahrscheinlich wieder ein Heilmittel für die Pocken verkauft. Bin der Sache nicht weiter nachgegangen. Zweiter Vorfall. Jurairia? Hat seltsame Geräusche aus dem Lager ausnehmen, dem Laden des Rüstungsmachers gehört. Habe nachgesehen, aber kein Anzeichen gefunden, dass etwas fehlen würde. Bin der Sache nicht weiter nachgegangen. Boah, das nenne ich gründliche Wacharbeit. Dritter Vorfall. Dieser Maoma-Kapitän hat einen Bettler von der
von der Schlangenkuss geworfen. Angeblich hat sie ihn dabei erwischt, wie er unter Deck herumgewühlt hat. Ihr Schiff, ihre Regeln. Bin der Sache nicht weiter nachgegangen. Ich wiederhole mich sehr gerne. Das war gründliche Wacharbeit. Gut. Ja, ist dir tatsächlich gut. Zack. Ganz hübsch geworden. Aber sobald wir zusammen sind, bringen wir unseren Tanz in die Welt. Da hat sich jemand mit den Stadtwachen angelegt. Ja, das sollte man nicht tun. So viel zu tun, so wenig Zeit. So, beobachtet das Lagerhaus. Seht euch beim Apotheker um. Könnt ihr nicht den Hass spüren, der in seinem Bauch brennt? Die Stangen können kaum seinen Hunger im Zaum halten. Wir kommen zuerst zum Lagerhaus. Kletterer, wenn Sie nicht bald kommen, lasst uns unsere Verluste begrenzen und zum Festen. Was? 11 Meter für rum. Warum? Und treffen Sie? Sag bitte Bescheid, ob Sie treffen. Keiner hier. Perfekt. Ein Ort so gut wie jeder andere. Wenn der Buchhalter nicht dumm ist, findet er ihn. Irgendeine Assassine oder sowas. Ungebetener Besucher. Wir nehmen an, dass die erste Ankerkette durchtrennt wurde. Übt Druck auf Mutter Tiger aus, damit sie die ungebetenen Besucher denunziert. Wir beobachten, wie sich die ungebetenen Besucher vom Sturm erholen. Durchtrennt die zweite Ankerkette unverzüglich. Wachsame Schlange bleibt vor der Küste. Auf das Signal hin werden wir den Orkan vorbereiten. Mhm. 1-1. Na toll. Das gibt's ja nicht. Warum haben die denn einen Elfer bekommen? Also, muss jetzt nicht die ganze Situation schildern, aber war es ein berechtigter Elfer oder hat der Schiri da irgendwie was verbockt? Ja, das hier ist das Haus des Apothekers, glaube ich. Die Arbeit formt den Charakter, sagt man. Warum steht denn Ulondil hier rum? Dieser Kräuterkundige muss an dem Mord beteiligt gewesen sein. Ich werde es aus ihm rausholen, so oder so. Wie war das? Foltern, bis der Unschuldige die Schuld zugibt? So, was hat der denn da? Allraunwurzel 2, vollständig bezahlt. D3 Herz 1, neuer Kunde, vollständig bezahlt. D3 Blut 10 Tropfen, neuer Kunde bestellt, aber vollständig bezahlt. Name nicht genannt. Schwefel 5 Blöcke, neuer Kunde bestellt, aber vollständig bezahlt. Name nicht genannt. Daryl, keine Bestellung. Kunde verdächtig an Wachen melden. Daryl? Salzreispollen, 15 Päckchen, vollständig bezahlt. Feuersalz 8 Päckchen bestellt für Juch. Rairia, Bezahlung bei Lieferung. Daedra Blut 10 Tropfen, neuer Kunde, bestellt, aber vollständig bezahlt, Name nicht genannt. Hühnerfedern 5, vollständig bezahlt. Daedra Blut 10 Tropfen, neuer Kunde, bestellt, aber vollständig bezahlt, Name nicht genannt. Der macht aber dubiose Geschäfte. Dass der überall ohne Namen und so. wenn die Franzosen den Rumänen in dem eigenen Strafraum umtreten, dann bekommt Rumänien einen Elfmeter. Und ja, der war berechtigt. Alles klar, okay. Ich mische lieben gern verschiedene Reagenzien, versuche verschiedene Dinge. Nun, ich habe mir das Fell ein-, zweimal mit unerwarteten Ergebnissen verbrannt, aber Alchemie ist für die Abenteuerlustigen, sage ich immer. Nee, wir brauchen ja gerade nichts. Wir sollen uns hier nur umsehen. Aber was genau sollen wir uns denn hier ansehen? Was wollt ihr? Nee, ich glaube, wir sind fertig, ne? Wir müssen nur noch die Schlangenkuss durchsuchen. Ist das hier vorne das Schiff? Ich glaube ja. Hi. Verschwindet von meinem Schiff, bevor ich euch hinunterwerfe. Ich muss in euren Laderaum. Und ich brauche neues Tauwerk und eine Dienstmagd. Zu schade für uns beide. Und jetzt verschwindet von meinem Deck, bevor ich euch herunterbefördern muss. Ich arbeite für Harani. Ihr werdet mich unter Deck lassen. Warum habt ihr das nicht gleich gesagt?
Ihr seid eine Vertreterin der Wache? Dieselbe Wache, deren Autorität endet, wo mein Schiff anfängt? Aufs Dock oder ins Wasser? Eure Entscheidung! Schafft euch davon! Und macht euch gar nicht erst die Mühe mit meinen Seeleuten. Sie wissen, dass ich ihre Häute zu Segeln verarbeite, wenn ich sie beim Faulenzen erwische. Ja, schön. Ach so, ich kann das jetzt gar nicht. Ich muss die bestechen. Ich muss mein Gold dafür ausgeben. Noch eine? Das ist aber doof. Das ist aber sehr doof. Besser als die erste Halbzeit und ich sollte euch hier auf dem Laufenden halten. So können alle außer mir den Stream hier voll Aufmerksamkeit und ich opfere mich für euch. Verschwindet von meinem Schiff und ich brauche neues Tauwerk und eine Dienstmagd. Nun, da lässt sich aber jemand herumscheuchen. 3 Minuten. Wenn meine Seeleute sehen, dass ihr eure Finger nicht bei euch behalten könnt, lasse ich euch Kiel holen. Mein Herren, die eine Laune. Passt auf, wohin ihr tretet, Landbewohnerin. Na, hier können wir kochen und klauen. Was genau sollen wir denn hier uns eigentlich anschauen? Hier ist doch niemand und nichts. Noch eine? Sei ruhig. Ich darf hier sein. Kiste mit Seewipern-Ausrüstung. Und die Beweise zu Rasumda. Das sieht sehr nah danach aus, als hätten sich hier die, Passt auf, wohin ihr tretet, Landbewohnerin. Ein bisschen viel rausgenommen. So, wo ist Rasumda? Irgendwo, wahrscheinlich wieder oben auf der Brücke oder so. Ja, richtungsmäßig sieht es aus, als würde er wieder auf der Brücke stehen, ganz oben. Ich fürchte mich so. Ach nee, hier. Den Silvenar zu töten war närrisch. Die Leben der grünen Dame und des Silvenars waren verbunden. Sie hat nur wenig Zeit, ihn zu rächen, bevor sie ebenfalls sterben wird. Noch dazu ist die grüne Dame eine überaus gefährliche Kreatur. Aber da habt ihr auch wieder dieses Federn in eurem Gang. Was habt ihr erfahren? Nichts, was zum Mörder des Silvenars führen würde, hier. Die Maorma planen etwas, aber was? Einen Augenblick. Der Apotheker hat Dedra-Blut in genau diesen Mengen verkauft? Das würde die seltsame Flüssigkeit erklären, die auf dem... Oh nein. Helle Monde, nein! Was stimmt nicht? Dies ist eine Probe der üblen Wolke, die den Leichnam des Silvenars umgab. Bringt sie zur grünen Dame. Sagt ihr, dass es ihren Geliebten getötet hat. Und was den Rest angeht, wird Harani sich anschauen, was ihr da gefunden habt. Wir müssen uns sputen, als wäre uns Kenati selbst auf den Fersen. Ich bin desertiert, erinnert ihr euch? Feigling! Ihr wart nicht dort. Ihr wärt auch geflohen, wenn ihr gesehen hättet, glaube, was sie von uns verlangt. Wieder, ihr beruhigt euch jetzt beide. Glolo. Ich überlege gerade, wie lange wir noch machen, weil ich langsam wirklich, wirklich Hunger habe. Ich müsste auf jeden Fall mal essen. Der Mörder wird den Schmerz teilen, den der Tod meines Geliebten hervorgebracht hat. Hand an der Kehle. Ein Kuss für mein Handgelenk. Hand an der Lunge. Ein Kuss für meinen Arm. Greifen, zerren, reißen. Und ein letzter Kuss für das Herz des Mörders. Nun, was habt ihr herausgefunden? Habe ich vergessen nach dieser hetzerischen Rede. Dies ist das Gift, das ihn getötet hat. Kein Gift in ganz Tamriel konnte meinen Geliebten schaden. Aber... dieser Geruch lag über seiner Leiche. Warum ist er auch hier draußen? Ich kann ihn sehen, wie er mitten ins Herz dieser verfluchten Stadt führt. Ich habe keinen besonderen Geruch bemerkt. Ihr seid ihm gegenüber blind. Da kann leicht Abhilfe geschaffen werden.
Folgt mir, wenn ihr könnt. Okay. Ja, ich würde in der Tat was essen und danach... Ui, die ist aber flott unterwegs. Was essen und dann noch ein bisschen spielen. Ich muss gleich mal gucken, wie lange ich dann Pause mache dafür. Hm. Ja, sag mal, wie schnell ist die denn bitte? Kenartis Rast und das Domin. Tja, gemeinsam werden wir Einigkeit erreichen. Was läuft denn die für einen umständlichen Weg? Grüß. Kürze mal ab. Moment, wir können ja auch sprinten, aber nicht so lange. Huch? Was ist das? Hört ihr das Szene? Ich habe meine Spuren verwischt. Könnt mich nicht gefunden haben. Sagt mir, wer den Silvaner ermordet hat. Ich befolgte seine Befehle. Deldrisches Gift für den Waldelf und seine Gefährtin. Ich befolgte seine Befehle. Wessen Befehle? Ulondil. Er sagte, sie könnten versuchen, den Orkan aufzuhalten. Dass sie beseitigt werden müssten. Ich habe genug gehört. Seine Befehle. Musste seinen Befehlen folgen. Schon gut. Ihr habt getan, was ihr tun musstet. Genau wie ich. Die grüne Dame ist schon ziemlich rabiat in ihren Maßnahmen, glaube ich. Oh, was für eine Aussicht. Müssen wir jetzt machen. Wir müssen Ulondil nochmal gegenübertreten. Ich würde sagen, das machen wir noch fertig. Grüße. Und dann brauche ich eine Essenspause. Sonst verhungere ich vor dem Bildschirm. Seid gegrüßt. Ah, die umherziehende Gehilfin. Ich habe gerade Oberhaupt Harani von den Verbindungen ihres Kräuterkundigen mit den Hochelfen von Sommersend informiert. Sobald die Folter beginnt, werden wir herausfinden, warum das Dominion seinen eigenen Diplomaten umgebracht hat. Eure Assassine sagt, ihr hättet den Tod des Silvaners befohlen. Mein was? Meint ihr vielleicht den Apotheker? Ich versichere euch, dass er zu keiner Zeit in meiner Anstellung stand. Eure Assassine hat Daedra-Blut vom Apotheker gekauft und den Silvaner ermordet. Oh, gut gemacht. Das spielt jetzt keine Rolle mehr. Die grüne Dämlichkeit und ihr trotteliger Gatte sind tot. Nun kann uns nichts mehr aufhalten. Die grüne Dame ist nicht tot. Ihr lügt. Sie muss tot sein. Sonst wäre sie gekommen, um mich zu holen. Sie kommt, um mich zu holen, oder? Ja. Ich bin ein rechtmäßig eingesetzter Botschafter des Volkes der Maomer. Diese Botschaft ist laut unserem Abkommen unantastbarer Boden. Der Orkan kommt. Ihr könnt ihn nicht aufhalten. Das ist Wahnsinn. In dieser Stadt gab es schon genug Tod. Es ist offenkundig, dass die Maomer Kenatis Rast verraten haben. Ich habe dafür keine Zeit. Ich gehe ihnen nach. Naja, es ist mehr als eindeutig, würde ich sagen. Das rechtfertigt noch lange kein blindwütiges Gemetzel. Wir sind besser als unsere Feinde. Ihr müsst ihn festnehmen. Lasst nicht zu, dass die grüne Dame ihn erschlägt wie einen Hund. Wir müssen herausfinden, was die Maorme mit Kenatis Rast vorhaben. Ich vertraue darauf, dass ihr tun werdet, was das Beste für mein Volk ist. Nun muss ich los und mich bei Vizevogt Peledil entschuldigen. Was immer das Dominion auch brauchen mag, wir werden es bereitstellen. Mhm. So, schauen wir mal gerade, wo müssen wir jetzt hin? Hm, wir müssen ein ganzes Stück hier raus. Ach nee, das ist im Anwesen, ne? Nee, das geht ja noch. Dann machen wir das noch eben. Was gibt's dann bei dir? Weiß ich noch nicht. Ich weiß nicht, was der Kühlschrank heute hergibt. Muss ich mal schauen. Ein Schnorren ist so gut wie ein Zischen für die Gehörlose. Ja?
Manchmal fällt mir ein, ich glaube, ich habe heute noch gar nichts gegessen. Kein Wunder, dass ich so einen Hunger habe. Nee, irgendwie. Ach, die sind über mir bestimmt, ne? Da hoch. Guck mal da. Bewegung! Es sei denn, euch machen die Spritzer nichts aus. Was werdet ihr mit ihm machen? Ich werde ihn eine Weile am Leben lassen. Keine Sorge, er wird nicht verhungern. An seinen Gliedern ist genug Fleisch, um ihn lange zu ernähren. Boah, ist die hart drauf. Und richtet Harani aus, dass der Maorma tot ist. Überlasst mich meine Arbeit. Dann sei froh, dass Rufus nicht ein Wiki mit Bona ist. Da ist was dran. Sonst müsste ich mir jetzt ein paar Wasabi-Nüsschen aus dem Sofa klauben. Nein, wir lassen ihn nicht sterben. Es muss schon mit gewisser Gerechtigkeit hier zugehen. Genau. Und ich habe das Blut, das fällig ist. Was schert euch überhaupt das Leben dieser Kreatur? Ist dies das, was der Silvener gewollen würde? Ihr wagt es, für meinen Silvener zu sprechen? Ich ziehe euch die Haut ab und peitsche euch damit zu Tode. Ich werde eure Zähne zu Staub zermalmen und euch damit ersticken, ihr... Oh, ihr habt recht. Verflucht sollen eure Knochen sein, aber ihr habt recht. Schafft ihn fort, ehe ich mich vergesse. Okay. Haltet sie von mir fern. So, dann komm, bringen wir dich weg. Ich glaube, wir müssen ihn gar nicht begleiten, ne? Der läuft mir auch einen Ticken zu langsam. Wir haben Ulondil dank eurer schnellen Hilfe in Gewahrsam genommen. Kein Abkommen wird ihn vor wahrer Gerechtigkeit schützen. Die grüne Dame wollte Rache üben. Ich verstehe. Ich bin sicher, sie wird einen anderen Weg finden, um ihren Mann zu trauern. Ich habe Ulondil gefragt, was er mit dem Orkan meinte. Nach dem, was die grüne Dame ihm angetan hat, fällt es ihm schwer, sich zu konzentrieren. Aber was er gesagt hat, klingt gar nicht gut. Was hat er denn gesagt? Die Maorme haben Schiffe, die vor der Küste warten. Die Leute von Ulondil haben ihnen vor der Ankunft der grünen Dame Signale geschickt. Eine Art Invasionsstreitmacht. Mit Hilfe des Dominions können wir die Stadt vielleicht befestigen. Das allein könnte viele Leben retten. Seid ihr nun offiziell dem Dominion beigetreten? Ich habe vor wenigen Augenblicken einen neuen Vertrag unterzeichnet. Vizevogt Peledil hat mir versichert, dass das Dominion unsere kleine Insel beschützen wird. Das ist wahrlich ein Neuanfang für Kenartis Rast. Wir werden erblühen oder untergehen. Und zwar gemeinsam. Okay, hallo. Hey, Lammtatze. Ich würde sagen, den nehmen wir doch mal. Und den Rest können wir eigentlich irgendwann mal verkaufen gehen. Wobei, wir haben ja noch ordentlich Platz. Ach, hier gibt es wieder einen Sidequest für uns, oder was? Ihr, ja ihr, Kommandantin Karimid braucht euch sofort. Was meint ihr? Die Maorma greifen den Katzenaugenkai von der See aus an. Kommandantin Karimid hält die Stellung an den Docks. Sie braucht Hilfe, um die Maorma aufzuhalten, bevor sie nach Mistral vorstoßen. Seri sucht noch weitere Helfer. Beeilt euch, Lahmtatze. Lahmtatze, das ist aber nicht nett. Ich werde Kommandantin Karinit finden. Wir müssen... Ah, zu der Kommandantin da hinten. Mhm. Prost. Es ist nichts Alkoholisches, auch wenn es so aussieht in der Flasche. Das ist diese Fassbrause. Was? Schnattert Hüft aufgeregt. Also die hellen Lichter, diese wie gesagt. Viele Gerüchte, aber nur wenig Wahrheit. So, wo müssen wir hin? Irgendwie da drüben. Ja,
Irgendwo hier muss die Kommandantin rumstehen. Oh, hat sich da wieder jemand angelegt mit der Wache? Ich habe Durst. Suchen wir einen Gast. Oh, ich kann nicht wiederbeleben. Ich habe keinen gefüllten Seelenstein. Hallo. Ah ja, stimmt. Wir müssen die Stadt verteidigen, ne? Die wird angegriffen von den Meereselfen. Das war's. Ihr dort. Die Maormeer haben den Katzenaugen-Kai mit den Seeviper-Truppen angegriffen. Wir brauchen jeden Fähigen für die Rettungsmaßnahmen. Seri sagt, ihr würdet einen Gegenangriff vorbereiten. Ha, einen Gegenangriff? Ich würde mich schon mit einer geordneten Verteidigung zufrieden geben. Unsere Truppen sind zu weit verstreut. Wenn wir die Tore nicht halten können, wird Mistral an die Maormeer fallen. Was kann ich tun? Ich werde die Truppen des Dominions von hier aus lenken. Aber ich kann dieses Tor nicht abriegeln, solange es noch Überlebende auf dem Markt gibt. Schickt sie hierher. Wir brauchen alle, um Mistral von dieser Seite der Mauer aus zu verteidigen. Okay. Dann tun wir das doch. Schlangen, Riesenschlangen. Diese Maormer-Piraten kamen aus dem Wasser. Sie sind überall am Katzenaugen-Kai. Was ist hier geschehen? Die Seevipern. Eine muss mir was übergebraten haben. Als ich aufgewacht bin, hat eine Seeviper merkwürdige Runen in die Haut meines Leibwächters geritzt. Ich habe diesen grässlichen Piraten mit einem zerbrochenen Rundholz niedergeschlagen. Und dann sind wir gerannt. Sind eure Wunden schwer? Nein, wir können uns noch bewegen. Wir werden nach Mistral aufbrechen, falls es dort sicher ist. Bei den Acht. Es tut gut, Seesoldaten des Dominions zu sehen. Vielleicht kann Feldwebel Firion ihren Gegenangriff tatsächlich durchführen. Was für ein Gegenangriff? Die Seesoldatin beim Tor zum Katzenaugen-Kai plant, gegen die Seevipern zurückzuschlagen. Ich bin sicher, sie kann euch alle Einzelheiten darüber erzählen. Ach, Moment. Wir machen uns auf den Weg. Mögen die Götter euch Kraft schenken. Firion ist doch die Dame, der wir ganz am Anfang am Strand geholfen haben, ihre Leute wieder zu finden, oder nicht? Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Maormer-Piraten Mistral erreichen. Sie werden unsere Familien abschlachten. Hat er die gleiche Stimme wie Rasumdar? Ich habe große Schlangen aus dem Wasser auftauchen sehen. Hat er. Hm. Feiglinge von Seevipern haben sie nach jedem schnappen lassen, der in Reichweite war. Wurdet ihr verwundet? Nein. Als ich meine Kameraden fallen sah, bin ich gerannt. Was für ein Khajiit bin ich eigentlich? Ihr seid vom Dominion, ja? Feldwebel Firion hat vor, zurückzuschlagen. Verpasst diesen feigen Piraten eine ordentliche Abreibung. Die garantige Bosmann, genau. ihr solltet euch in Sicherheit bringen. Geht nach Mistral. Das werde ich auf keinen Fall tun. Falls irgendeine dieser Seevipern ihr Gesicht auf dieser Seite des Tors zeigt, ziehe ich es ihr höchstpersönlich ab. Okay. Ich werde dich nicht aufhalten. Da ist sie, Firion. Was macht ihr hier? Das Gesicht. Es spielt keine Rolle. Wenn ihr Lust habt, ein paar Seevipern-Schädel zu spalten, ist das mir wirklich egal. Einer der Überlebenden meinte, ihr würdet einen Gegenangriff planen. Fühlt ihr diesen kalten Wind vom Meer aus heranrauschen? Genauso war es vor dem Orkan. Wir können es kaum erwarten, der Schlange den Kopf abzuschneiden. Wir sind der Gegenangriff des Dominions. Was kann ich tun? Ich habe meinen Trupp losgeschickt, um den Katzenaugen-Kai auszukundschaften. Falls sie nicht erfahren haben, was die Seevipern vorhaben, können wir weiter herumstochern, bis wir herausfinden, was abgeschlagen werden muss. Und keine Sorge, euer Zaubererfreund kann das Tor hinter uns versiegeln. Solltet ihr nicht das Tor halten? Ich werde über das Tor wachen, falls ihr denkt, ihr könntet einen Zaubermeister gebrauchen. Oder ihr könnt einen Seesoldaten des Dominions mitnehmen. Eure Entscheidung. Nee, ich nehme tatsächlich, glaube ich, sie lieber mit, weil ich selber Fernkämpfer bin. Dann lasst uns diese Fischelfen mal filetieren. Alles klar. Auf geht's. So, und dieses Mal gehören wir tatsächlich auch hier hin. Oh. Ach, das ist, oder? Nee, das sind Spieler. Endlich frei. Das ist ein Dogarbeiter. Man sollte auch gucken, auf wen man schießt.
Ach, wir müssen ja auch alles durchsuchen. Das bringt gar nichts, wenn wir jetzt hier nur rumprügeln. Okay, dann schauen wir uns mal weiter um. Hey, der Trupp wurde getrennt. Nistel und ich haben Onglorn gefunden. Sie haben ihn schwer verwundet. Was ist mit ihm passiert? Sie, Vipern, haben Runen in seine Brust geritzt. Ich habe ihn gepackt. Nistel hat sie abgewehrt. Wo ist Nistel? Sie, Vipern, jagen. Falls ihr sie seht, richtet ihr aus, dass es Onglorn gut gehen wird. Habt ihr erfahren, was die Seewipern für Mistral planen? Ihr habt euren Teil getan. Kehrt zurück nach Mistral, sobald ihr könnt. Der sieht gar nicht so schwer verletzt aus. Okay, dann gehen wir ins nächste. Wahrscheinlich müssen wir einfach die Gebäude nacheinander abklappern, oder? Oh, hi. Ja, es ist definitiv nicht verkehrt, hier einen Nahkämpfer zu haben, der die Aggro so ein bisschen pullt. Wenn sie es denn tut. Oh, jetzt haben wir aber hier einige angelockt. Nummer eins und Nummer zwei. Ich hoffe, wir laufen gerade richtig. Ich weiß es gar nicht so genau. Oh, nee, Mist. Wir hätten in das Gebäude hier rein... Na toll, jetzt braucht natürlich einer. Oh nein. Seesoldatin Nistel ist tot. Die Leiche der Seesoldatin ist von Wunden übersät. Schwertschnitte, Knochenbrüche und sogar Bisswunden. Ihre Waffen sind zerbrochen, schwere Kratzer überziehen ihre Rüstung. Eine schlaffe Hand hält einen blutigen Verband. Die andere hält ein blutverschmiertes Stück Papier. Oh, Nistel. Das ist schlecht. So, und jetzt müssen wir noch in die Mine hoch. Nur wo ist der Eingang? Ach, da unten bestimmt. Hoch? Irgendwer hat uns geheilt. Ich weiß gerade nicht, ob es ein Spieler oder ein NPC war. Niemanden. Ein schmerzender Schädel ist schlimm, aber wenn er immer noch wie ein Kopf aussieht, dann ist es gut, ja? Was ist euch zugestoßen? Ich war in den Höhlen, arbeiten. Als ich ein seltsames Heulen hörte, dann sind wie aus dem Nichts Krieger aufgetaucht und haben gnadenlos zugeschlagen. Und wer hat euch angegriffen? Seewibern. Maormer-Piraten. Wir haben Schutzgeld für einen ganzen Monat bezahlt,
und sie diese seltsamen Totems in der Höhle aufstellen lassen. Sie waren vorher nie im Skoma-Handel. Ich meinte Mondzucker. Bestimmt. Ich habe mir den Kopf gestoßen, wisst ihr? Mhm. Was haben sie gewollt? Uns umbringen, schätze ich. Nachdem sie genug von uns getötet hatten, ließen sie den Rest von uns in Ruhe. Sie wussten, dass wir uns nicht wehren würden. Sie haben nur auf diese Totems geachtet. Nun, bis sie den Höhleneingang zum Einsturz gebracht haben. Warum? Irgendein Hochelfenzauberer versuchte, in die Höhle zu kommen. Deshalb haben sie sie einstürzen lassen. Ich bin ins Freie gesprungen. Ich Glückspilz. Der Zauberer wollte mir etwas sagen, aber ich habe kein Wort verstanden. Er hat mir dieses Papier gegeben und ist weggegangen. Hier, vielleicht könnt ihr euch etwas daraus zusammenreimen. Ihr solltet euch in Sicherheit bringen. Was war das? Ich hatte ein Klingeln in den Ohren. Würde es euch stören, das Offensichtliche noch einmal zu wiederholen? Wartet. Haltet mich nicht für undankbar. Der Zaubermeister hat nach einem anderen Weg in die Höhlen gesucht. Ich habe Gerüchte über eine Geheimtür an den Klippen gehört, aber ich habe sie nie selbst gesehen. Okay, danke. Ach, der rennt jetzt auch weg direkt. Oh, verdammt. Wo müssen wir hin? Irgendwo oben. Ach, guck mal, hier im Gebäude ist der Geheimgang. Windtunnel, okay. Diese Totems scheinen eine Kombination aus Wind und Geist zu nutzen. Ob ich wohl... Entschuldigt mich, dürfte ich wohl? Wir sind hier, um die Seewipern aufzuhalten. In der Tat, ich schätze, das ist optimal. Diese Rituale der Seewipern sind barbarisch, aber recht effektiv. Dieser Wirbelsturm, den sie heraufbeschworen haben, um unsere Flotte an Kenatis Rast zu zerschmettern, das war nichts im Vergleich zu ihren derzeitigen Bemühungen. Was ist schlimmer als ein Orkan? Ihr habt offensichtlich nie die theoretischen Grundlagen von Blutopfern studiert. Nein. Seht ihr diese schlangenförmigen Statuen? Gehört nicht zu meinen Hobbys. Ihre Sturmtotems? Sie sammeln Geisterenergien aus den mit Runen markierten Zielen und kanalisieren sie wie Wasser in einem Trichter. Geisterenergie aus den mit Runen markierten Zielen? Also den Menschen, die die Runen in der Brust tragen oder was? Wie können wir diesen Trichter blockieren? Das ist genau die richtige Frage. Es scheint, als ob die Seewipern einen besonderen Magnetstein benutzen, um den Kanal zu blockieren. Nähert euch einem aktiven Sturmtotem und haltet den Magnetstein vor euch. Dann solltet ihr die Energie einfach ablassen können. Ihr solltet euch das selbst anschauen. Stimmt, nur ein Wetterchen sollte das wissen. Seid ihr sicher, dass es ungefährlich ist? Auf jeden Fall. Macht nur. Seid nicht schüchtern. Es ist ja nicht so, dass die Energien der Sturmtotems durch euren Körper strömen würden, bis ihr nicht mehr als eine leblose rauchende Hülle seid. Aber stellt euch bitte nicht in Pfützen, ja? Sehr ermutigend. Und auch, dass er es nicht selber tut, ist sehr ermutigend. Und dann sollen wir hier auf das Ziel schießen, oder was? Na? Phänomenal. Ich wusste, dass Nähe der Schlüssel ist. Und seht euch an, nicht einmal eine Spur von tödlichen Blitzen. Ihr habt das Prinzip erfasst und es jetzt auf den anderen Sturmtotems anzuwenden, bevor... Nun, damit beunruhige ich euch jetzt besser nicht. Weswegen sollte ich mir Sorgen machen? Ah, nein. Ich sollte euch nicht unnötig Sorgen bereiten. Sagt mir, wozu die Seewipern diese Sturmtotems brauchen. Das weiß ich nicht mit Sicherheit. Es gibt zwei Möglichkeiten, von denen keine besonders gut für alle auf dieser Insel ist. Man greift nicht zu Blutopfern, es sei denn, man braucht sehr schnell sehr viel Energie. Oder man will diese Energie, nun ja, genauso schnell wieder freisetzen. Was wollt ihr damit sagen? Hört zu. Ihr kümmert euch um die Sturmtotems. Ich werde herausfinden, wie man etwas gegen das Blutritual der Seewipern unternimmt, ohne Mistral auszulöschen. Klingt das angemessen? Die einzige Gewissheit ist, dass die Zeit drängt. Ihr solltet euch beeilen. Hauptsache, er verbockt's dieses Mal nicht wieder, wie bei seinem Meister. Wo müssen wir lang? Oh Gott, wir haben ganz viele Ziele. Oh, wir haben richtig viele Ziele.
5. Wir sind doch mehr als 4 Ziele noch, oder? Ne, es sind tatsächlich 4. Fertig mit allem. Man kommt quasi gar nicht mehr dazu, irgendwas zu tun, weil hier so viel los ist. War's das? Nee, 4 von 5, einer fehlt noch. Wo ist denn der letzte? Irgendwo hier hinten durch? Oder wir müssen einmal ganz außen rum? Ich glaube, wir müssen ganz außen rum. Es ist Eazil, der direkt zu eurem Verstand spricht. Ihr findet meine Psychic-Projektion in der Nähe des Tunnelausgangs. Ich weiß, was? Wie man die Maorma aufhalten kann. Psychic? Also Projektion habe ich ja noch die, verstanden, aber was? Psychic? Ich weiß, was sie planen. Durch meine Psychic-Projektion habe ich eine alte Ritualstätte nördlich von Mistral gesehen. Psychic. Die Sevipan haben eine mächtige Kreatur namens Sturmatronach beschworen. Sie lassen all diese Energie in den Sturmsklaven fließen, den sie gebunden haben. Was wollt ihr mir damit sagen? Die Kreatur kann nur eine gewisse Menge Energie in sich aufnehmen, bevor sie sich auflöst. Die gesamte Energie wird über Kenatis Rast hinwegströmen und alles töten, was mit ihr in Berührung kommt. Bis auf die Donnerkäfer natürlich. Oh, und der Berg im Norden von Mistral wird zerbersten und die Stadt spurlos auslöschen. Ach, ja, so nebenbei. Es muss einen Weg geben, das aufzuhalten. Oh. Und das ist das Geniale ihres Plans. Wie bindet man eine Kreatur, die aus Sturmenergie besteht? Mit dem Wind selbst. Drei Ritualhörner halten den Sturmsklaven gefangen. Aber der Magnetstein hat nun genug Sturmenergie, um den falschen Winden entgegenzuwirken. Elegant, ja? Was geschieht, wenn ich den Sturmsklaven von seinen Fesseln befreie? Er wird seine körperliche Gestalt ablegen und die gespeicherte Energie sicher freigeben. Also sicher für Kenatis Rast, meine ich. Ich schlage vor, einen großen Abstand zum Sturmsklaven zu halten, wenn das geschieht. Vielleicht mit einem festen Felsen zwischen ihm und euch. In Ordnung, ich werde das Ritual der Sevipan aufhalten. Ihr werdet keine Probleme haben. Und falls doch, habe ich eine Meile von Kenatis Rast entfernt ein Portal geöffnet. Dort werde ich so lange auf offener See auf der Stelle schwimmen, bis ich sehe, dass ihr Erfolg hattet. Nur eine Vorsichtsmaßnahme. Ich bin sehr zuversichtlich. Du Feigling. Aber uns hier ins Verderben schicken. Sehr freundlich. Boah, wenn Nieste das Ding doch nur hätte sehen können. So, was müssen wir jetzt hier machen? Oh, das wird aber laut. Nordöstliche Horn unschädlich wird. Brauche ich eine bestimmte Reihenfolge? Oh, hier liegen ganz dicke Schlangen davor. Oh, ich glaube, die muss man normalerweise töten. Aber weil hier gerade so unglaublich viel los ist, muss ich hier gerade nichts töten. Oder zumindest nur dabei helfen.
des Meeres. Eure Bande können den Orkan nicht halten. Ich soll mich meine Freunde, ihr habt es geschafft. Schnell jetzt, ihr müsst euch beeilen. Wohin muss ich denn? Ach toll, ich muss auf die andere Seite. Das wird nichts mehr. Aber ich weiß gar nicht, ob ich mit in die Luft fliegen kann. Was brutzelt das jetzt da unten so? Oh Gott, ich will hier einfach nur weg. Ich kann hier aber nicht mehr rein. Und du machst da auch noch mit. Ja. Ihr müsst diesen Ort verlassen. Ich habe quasi keine Wahl. Ach, das ist Rasumdar, der da vor uns herrennt. Okay, wir folgen einfach Rasumdar. Wo ist Rasumdar jetzt hin? Weiß keiner. Ist das jetzt in die Luft geflogen? Meine Freundin, dem Tod so triumphierend zu entkommen, ist ein ständiger Nervenkitzel, nicht wahr? Natürlich nicht so aufregend für die Maorma. Wie habt ihr mich gefunden? Dank eurer Bemühungen sind die Maorma entweder geflohen oder tot. Kenartis Rast ist sicher und aus freien Stücken Teil des Altmeri-Dominions. Wenn ihr es denn unbedingt wissen wollt, Rasumdar behält vielversprechende Leute im Auge. Wenn Ras gewusst hätte, dass ihr euch so gut schlagt, hätte er eine bessere Belohnung für euch erbettelt. Entschuldigung, die Waffenkammer Mistrals ist nicht mehr, was sie einst war. Und was nun? Die Maorma sind wie ein betrunkener Onkel. Man jagt sie fort und sie kommen trotzdem immer zurück. Beim nächsten Mal wird Kenarti schon auf sie warten. Das Problem ist nur, dass es Orte gibt, die nicht so gut auf sie vorbereitet sind. Und welche? Wenn die Vipern hier zahlreich genug sind, um Kenarti anzugreifen, dann schweben die gesamten südlichen Meere in Gefahr. Die Königin stattet gerade Auridon einen Besuch ab. Ras möchte euch bitten, euch nach Vulkilwacht aufzumachen und Wachthauptmann Astania Bericht zu erstatten. Ich werde es tun. Astania kann ihrer Majestät eine Nachricht überbringen. Vielleicht kann euch jemand auf der Vagabund mitnehmen. Ras hat gehört, dass Jimila Pläne macht, in See zu stechen. Und er vermutet, sie schuldet euch einen Gefallen. Kann ich euch ein paar Fragen stellen, bevor ich gehe? Natürlich. Nach all dem, was ihr für uns getan habt, wäre es unfreundlich, wenn Ras Nein sagen würde. Wer ist der Wachthauptmann? Astania ist der entzückende Wachthauptmann der Vulkilwacht. Ras hat mehr als einmal mit dem Hauptmann getrunken und mehr als einmal an ihrer Seite gekämpft. Sie ist ein wenig mürrisch, weil sie jetzt fest an einen Hafen gebunden ist. Doch sie sollte euch schon auf die richtige Spur bringen können. Und was macht ihr, Ras? Dieser ist ein einfacher Khajiit, wie er es schon bei unserem ersten Treffen sagte. Er löst die Probleme, wie sie auftauchen. Er handelt im besten Interesse des Dominions und der Königin. Glaubt ihr, dass ich euch wiedersehen werde? Oh, Ras wäre nicht überrascht. Ihr habt eure Kompetenz schon unter Beweis gestellt. Einfache Khajiit wie dieser neigen dazu, kompetente Leute wie euch zu brauchen. Womit muss ich in Auridon rechnen? Mit sehr großen Elfen und sehr schönen Küsten. Auridon ist der weltlichste Teil der Sommersendinseln und dennoch sehen viele Hochelfen es als Heiligtum an, das fernab des Rests der Welt ist. Dieser glaubt, dass sie sich selbst etwas vormachen. Okay. Dann machen wir uns auf den Weg zum Schiff, ne? Ach nee, wir müssen erst mit den Leuten hier noch quatschen. Die Vagabund ist auf dem Weg nach Auridon. Und wir sind froh, euch dorthin mitzunehmen. Wenn ihr soweit seid, springt in die Barkasse. Ihr bekommt eure eigene Koje. Warum geht ihr nach Auridon? Kisten voll Gold. Es kann sich sehr lohnen, nach einem Orkan ein heiles Schiff zu besitzen. Selbst wenn die einzige Fracht Würdenträger des Dominions sind, die eine Überfahrt brauchen. Seid unbesorgt. Ich werde kein Geld von euch verlangen. Ohne eure Hilfe wäre die Vagabund nur noch ein Haufen zerborstenes Holz.
Ist euer Schiff bereit, die Segel zu setzen? Ja, die Vagabund ist wieder voll in Schuss und bereit für schweren Seegang. Dank der Spenden der Maormer konnte Quartiermeister Oblan sogar ein paar Verbesserungen machen. Keine Angst, sie wird euch sicher nach Auridon bringen. Waren bestimmt freiwillige Spenden. So, ich schaue mal gerade auf die Map, ob wir noch irgendwas übersehen haben an Quests. Wahrscheinlich haben wir das ein oder andere Nebenquest übersehen, aber das fände ich jetzt nicht ganz so dramatisch. Also das kann man sonst auch noch nachholen. Nur, dass wir hier kein offenes Quest zurücklassen. Sieht aber gut aus. So, was haben wir hier noch? Wir haben ein neues Schwert. Das brauchen wir eigentlich alles nicht. Cloudy, Gradual Ravage, Health Poison. Huch, Lagro TV schaut jetzt öfter vorbei. Hi, willkommen im Stream. Danke für den Follow. Hm. Haben hier noch irgendwas? Ach so, das ist nur die Meldung, weil ich heute die Plus-Mitgliedschaft freigeschaltet habe. Aber ich habe auch noch irgendwas. Ach, das ist hier, kann ich noch Quests annehmen dafür. Das machen wir aber nicht mehr heute. Das machen wir irgendwann noch, aber das machen wir nicht mehr heute. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg nach Auridon.